Ja, hallo meine lieben Modelleisenbahn- und Gartenbahnfreunde. Willkommen zu einer neuen Folge vom Bau meines Bahnhofs Rosenbach, also Bahnsteig und das ganze Gelände ringsherum. Das müsste jetzt mittlerweile Teil 4 sein. Und ja, was will ich euch denn heute zeigen? Ich möchte euch heute zeigen, wie wir den Schotter festmachen. Ja, den Schotter, der jetzt da am Stellwerk liegt, festmachen. Also ich habe es ja probiert mit Fliesenkleber. Das klappt also ganz gut, der Untergrund, aber oben ist alles noch so ein bisschen locker. So, und dann hatte ich an dem gleichen Abend, wo ich das gemacht habe, ein Video gesehen vom Detlef Schlack. Grüße dich, Detlef. Und den hatte ich zwar gefragt, ob das alles so hält und so, leider konnte er mir noch nicht antworten, aber der benutzt einmal sowas hier, ein Klebe- und Bodenelast von Knauf, ja, das ist flüssig, hört man, und das träufelt da rein, wie ihr es auch von einer normalen Modelleisenbahn kennt, drinnen, ja, da träufelt man ja zwischen den Gleisen einfach ein bisschen verdünntes Wasser-Leim im Mix und dann wird es hart. Und so wie es da aussah, wird das auch hart. Und das will ich natürlich ausprobieren, möchte ich euch daran teilhaben lassen. Und ansonsten geht es nach dem Intro los und nach dem Intro fangen wir aber an mit einem kleinen Auspackvideo. Also bleibt dran, meine Lieben. So, meine Lieben, dann machen wir mal das erste Paket auf. Wir machen mal das erste Paket auf hier. Und zwar ist das von Reichelt Elektronik. Jetzt fällt mir mein Cuttermesser hier auseinander. Ist das von Reichelt Elektronik. Und machen wir einmal auf. Da weiß ich sogar, was drin ist. Ihr werdet es auch gleich sehen. Und zwar irgendwo hier wunderbar verpackt. Ein Katalog, den habe ich mir mal kostenlos mitbestellt, ganz schön breite Teil und ansonsten 20 Redkontakte für die Rückmeldung per Redkontakt. Ja, die sind von der Firma Meda, habe ich schon welche verbaut, habe ich mir jetzt nochmal 20 Stück bestellt und ja, will damit noch ein bisschen rumbauen. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauflaufen, dass ich es dann doch mit Stromfühlern mache. Ja, die Redkontakte werde ich dann wahrscheinlich dafür benutzen, um Aktionen auszulösen. Aber so viel erstmal dazu. Also Redkontakte sozusagen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Paket. Kommen wir zum nächsten Paket hier. So, das ist von der Firma Hertel, habe ich das bestellt. So ein paar Sachen. Da weiß ich auch so ungefähr, was drin ist. Schauen wir mal zusammen rein. So, da haben wir einmal eine Bierbankgarnitur. Ja, eine Bierbankgarnitur von der Firma, ich drehe mal um, da sieht man es, von der Firma Polar. So, dann haben wir hier einmal von Preiser noch mal ein paar sitzende Männekicken. Ich werde mir jetzt gleich mal noch einen Männekicken holen und die mal daneben setzen. Die ich ja schon bestellt hatte. Ansonsten haben wir hier noch Backpacker von Polar. Und dann haben wir noch einmal dieses wunderschöne Teil, Fahrradständer, ja, gehören zum Bahnhof dazu. Die haben wir auch einmal. Whoppa. Bloß ohne Fahrräder natürlich. Ist natürlich schade. So, war das schon gewesen? Jetzt müssen wir kurz gucken. Also, wir haben Preiser Miniaturfiguren zweimal. Biertischgarnitur, Fahrradständer. Genau. Was haben wir jetzt hier? Gutschein. Ja, wunderbar. Alles klar. War alles drin. Ich hole uns jetzt mal schnell noch eine Figur. Und dann halten wir die mal nebeneinander. So, ich habe uns mal Figuren geholt, die ich von Amazon bestellt hatte.
Da suchen wir uns einmal einen stehenden Mann raus und einen sitzenden Mann. So, dann nehmen wir uns einmal, fangen wir mit die Backpacker, die sind nämlich stehend und schauen doch glatt mal. Warum ist nicht so fest hier? Und schauen uns mal an, wie krass der Unterschied ist. Schauen wir uns mal an. Ja, der ist schon immens. Das sehe ich jetzt schon beim Auspacken. Der ist schon immens. Ah, krass. Schaut mal. Das ist schon mal ein Unterschied. Das ist doch schon ein ganz schöner Unterschied. Ja. Das ist schon nicht ohne. Ah, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Das hier 1 zu 25, das ist 1 zu 22,5. Ja, ist ein krasser Unterschied, also wird es dann doch wahrscheinlich auf die teure Preiser und Polar-Variante hinauslaufen. Aber diese 48 Sitzenden, die setze ich in die Waggons rein. Zum Bevölkern reichen die vollkommen aus. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal Sitzende an. Hier haben wir ja die Sitzenden. Hopp. Wir gucken uns vergleichen nochmal die Sitzenden. Nehmen wir mal Oma Krawulke hier. Oder nehmen wir mal ihn hier. So. Auch da ist der Unterschied zu sehen. Pass mal auf, ich hole mal kurz eben eine Bank. Ich hole mal kurz eine Bank, bin gleich wieder da. Ja, bleibt mal dran, ey, quatsch mal weiter, ich hole mal so schnell die Bank. Die weiß ich, wo sie liegt. Und zwar hier. Die weiß ich, wo sie liegt. Und zwar hier. Zack. Die holen wir mal und setzen die mal einmal da drauf. Naja, der sitzt schon deutlich besser. Krass, der sitzt deutlich besser. Der kommt nämlich nicht auf den Fußboden. Obwohl es gar nicht so... jetzt muss ich das mal umdrehen für mich. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht... Naja, doch. Ja, doch, von der Breite und so her sind die doch schon anders. Wenn ich da jetzt noch eine Dame mal mitnehmen setze. Ja, ist schon... Ja, man muss sagen, Tatsache... Das ist doch ein ganz schöner, also nicht ein ganz schöner Unterschied, aber auf jeden Fall ein sichtbarer Unterschied ist es auf jeden Fall. Ja, okay, mehr habe ich erstmal nicht zum Auspacken. Genau, mehr habe ich erstmal nicht zum Auspacken. Wartet mal, wisst ihr was, wir packen einmal den Fahrradständer aus. Wir packen einmal ganz kurz den Fahrradständer aus, das interessiert mich nämlich. Wir packen einmal den Fahrradständer aus. Den packen wir mal hier wieder rein. Wir packen einmal zusammen den Fahrradständer nochmal aus. Weil die Figuren haben wir auch geguckt. Also packen wir das mal den Fahrradständer aus und gucken mal, was da alles so drin ist. Okay. So, passt mal auf. Wir machen mal den Fahrradständer auf hier. Und schauen mal rein. Ich habe übrigens meinen Schuppen, meine Mowabude aufgeräumt. Jetzt mülle ich sie gerade wieder zu. Läuft hier mit mir. Das läuft. So, okay. Öffnung ist nicht hier. Hier, ne? Ja, genau. So, wollen wir mal reingucken, was da die Firma alles mit reingepackt hat. Ja, leider natürlich keine Fahrräder, wa? Doch. Na, Gott sei Dank habe ich noch keine Fahrräder bestellt. Ich drehe es mal um. Das Dach ist klar. Hier die ganzen... Das ganze Ständerwerk. Und schaut mal. Wow. Wir haben echt Fahrräder dabei. Und zwar 6 blaue, 4 rote, 4 silberne. Super. Also, schaut mal hier. Fahrräder sind mit am Start. Müssen wir natürlich auch zusammenbauen. Ja, Fahrräder sind mit am Start. Blau, rot und grau. Ja, ey, da freut mich ja. Da freut mich, dass da Fahrräder mit bei sind. Dachte ich nämlich erst nicht. Super, also wir haben schon wieder eine ganze Menge zu zusammenbauen hier. Sehr, sehr schön halt. Hier habe ich was vergessen reinzupacken. Die Dächer. Sehr, sehr schön. Okay, gut. Dann sieht man mich jetzt gerade nicht mehr. Ist egal. Dann geht's weiter draußen, meine Lieben. Also bleibt dran. So, meine Lieben, okay. Dann werden wir uns immer ein bisschen vorbereiten. Also die Fläche will ich auch noch machen hier. Hier vorne, ja. Da werden wir uns jetzt einfach mal ein bisschen Split drauf machen. So,
Migrator, ich ziehe euch übrigens Handschuhe an, wenn ihr mit diesem Klebezeug arbeitet. Das klebt irgendwie wie Sau. So. Jetzt machen wir ein bisschen rauf hier. Hält gar nicht so dicht an der Gleise. So. So ein bisschen verteilen, so wie euch das gefällt. So. Ich möchte es so ein bisschen schräg haben, weil es ist ja leider ein bisschen höher hier. Das kann ich leider nicht ändern. So. So. Das bisschen hochbringen hier. Das kann ruhig ein bisschen höher bleiben, weil da hinten komme ich nachher auch höher. So, verteilt euch das ein bisschen. Und dann müsst ihr das ein bisschen nass machen. Ja. Dann macht er das ein bisschen nass. So. Bisschen anfeuchten hier an die Schicht. So, bisschen benetzen. So, dann habe ich mir den Kleber in so eine Dings hier drin gemacht. Am besten wird da wahrscheinlich so eine Spritze sein. So. Und dann soll man das einfach nur rufträufeln hier. Das machen wir jetzt mal. Das wird sie wahrscheinlich mit so einer großen, ich weiß nicht, ob ihr kennt, Blasenspülspritzen heißen die. Wird sie das wahrscheinlich besser machen. So hat er das auch der Detlef Schlack gemacht. Habe ich jetzt bloß nicht so spontan da gehabt. Deswegen machen wir das jetzt mal damit. Ein bisschen improvisiert. Ne, Gartenbahn ist eh viel improvisiert. So. Schön. Drauf machen hier alles. So. Damit das auch schön einsickern kann. Und dann, ja. Dann hatte der Detlef Schlag das eigentlich aber noch mal ein bisschen abgespült. Ich würde es ganz vorsichtig auch mal ganz kurz ein bisschen so ein bisschen noch mal überspülen. Das alles einziehen kann. So. Gut. Und dann mache ich das mal fertig und dann sehen wir uns dann später wieder. So, meine Lieben. Das ist erstmal fertig, eigentlich aus einem Ergebnis. Ja, das muss jetzt trocknen. Das wird auch wieder heller. Also das wird durchsichtig. Durchsichtig weiß wird es sozusagen hier vorne. Ich glaube, hier vorne sieht man es schon, hier ist schon relativ trocken. Ich bin gespannt und halte euch natürlich auf dem Laufenden, ob es fest geworden ist oder nicht. Ja, so meine Lieben, kurzes Video, wird wahrscheinlich nicht so lang werden. Hast mal eingegossen, ich bin echt gespannt, ob das wirklich anzieht, ja, ob das fest wird. Wenn es so wird und wirklich auch durchsichtig wird, dann ist das eine echt geniale Variante, ja. Dann ist das eine echt geniale Variante. Hab's vorne jetzt erstmal nur am Teststück gemacht. Wenn es wirklich wunderbar funktioniert, werde ich das auch nehmen, um meinen Gleisschotter festzumachen. So wie der Detlef Schlack das gemacht hat. Gebt da einfach mal ein bei YouTube, Detlef Schlack. Und da seht ihr in seinem letzten Video, wie er das macht. Ne? Aber er macht es direkt auf der Strecke an sich. Und da könnt ihr es euch mal angucken. Ansonsten habe ich euch erstmal ganz weiter dazu erzählen und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.